zurück bei mir auf meinem Kanal. Was haben wir heute? Heute haben wir Platz Nummer 3 der aktuellen, also Umfrage bei Instagram. Es geht ja darum immer. Ich stelle euch 5 High-End-Paletten, was für mich High-End ist. Da gehört auch Beauty Bay zu. Und da stelle ich euch immer 5 Stück vor. Ihr dürft da abstimmen, mit welchen 3, ja, ich mich dann schminken darf, ein Schminki machen darf. Und Platz Nummer 3 ist jetzt die Dumbo-Palette geworden. Wirklich von Beauty Bay. Und ist das nicht süß? Habe ich von der lieben Jasmin geschenkt bekommen. Von 1941 ist dieser Dumbo nämlich. Das ist der Original-Dumbo. Und ja, es wird bunt, ne? Ja, wer hätte es gedacht? Mickey Mäuse sind am Start und ja, es wird bunt. Wir haben keine Settingfarbe hier drin, deswegen werde ich hier mein Hypoallergenic Perfektionist Powder nehmen und mir jetzt erstmal mein Auge setten. Ja, was nehmen wir denn heute mal für einen Pinsel? Ich hätte mal die anderen Pinsel nehmen können. Nein! So, MSQ Pinsel und dann setten wir jetzt erstmal nie. Erstmal hier schön rein und dann machen wir hier erstmal die Foundation. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Nicht? Und wenn nicht, dann ja, hoffe ich mal, dass ja, mein Video euch so ein bisschen ablenkt. Mal so eine halbe Stunde am Tag, wo man mal denkt, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ne? Einfach mal Gott einen guten Mann sein lassen. Holt euch ein dickes Eis aus dem Gefrier und gönnt euch Steffi. Yay! So, dieses Setting Puder ist echt schön. Ich habe das, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid, ich müsste mir eigentlich alles aufschreiben, was ich in Boxen hatte, was ich geschenkt bekommen habe. Etc. pp. Kommst ja nicht mehr hinterher. So. Gesettet haben wir. Und ich klebe ab. Ich klebe ab. Ich habe gar nicht mehr. Ich glaube, das ist meine letzte Packung von Catrice. Naja, Tesa tut es auch, ne? Haben wir vorher auch nicht gehabt. Also. Da noch 2 drin. Ja! Halleluja! 2 Stück noch! Ich freue mich. Gut. Die Dinger sind einfach gut, aber ich glaube, die hat Catrice auch ein Programm genommen, weil die keiner wollte. Daher, hätten sie sie Mami alle geschickt. So. So. Abgeklebt und ja, ich hole euch näher ran. So, da könnt ihr auch alles sehen. Ja, was soll ich sagen? Es wird bunt, ne? Es wird bunt. Ich glaube, das Gelb, das lasse ich mir mal für vorne heute mal. So, ich würde mir jetzt gerne mal, es hat leider keinen Namen hier, das Hellblau, nehme ich mir jetzt mal und setze mir das Hellblau in die Lidfalte mit denselben Pinsel. Oh, wir haben ein bisschen gekrisselt in eine Palette. Das ist Pastellblau. Holla. Da geht ab, ne? Ich ziehe das ja immer gerne ein bisschen höher wegen Schlupflid und so weiter alle, damit man auch was sieht von der Farbe. Oh, meine Güte. Das sind übrigens alles matte Farben. Aber kriegst du auch mal wunderbar aufs Auge, ne? Sehr schick. Ich liebe es ja bunt. Wer ja schon länger hier mich verfolgt, der weiß das. Und da bin ich immer glücklich, wenn ihr so eine Palette ja ins Ranking wählt. Dann denke ich mir immer, juhu. Es wird wieder bunt. Also das Blau ist schon mal richtig gut, ne? Wie gesagt, wir haben hier keinen Glanz drin. Es wird matt.
Aber ich habe einen Highlighter. Da holt euch auch so Socken. So, und ein neues Handtuch habe ich mir auch mal hier hingelegt. Ich ferkel. Und das andere mal gewaschen. So. Bleu de bleu. De bleu. So, so, so. Ich werde mir jetzt außen mal dieses Rot setzen. Man hat natürlich nicht viel Möglichkeiten mit dieser Palette. Es sind 6 Farben drin. Aber, ist auch eine Farbe, die knallt. Ich glaube, das setze ich mir aber jetzt nicht in die Lidfalte. Nein. Das mache ich ja immer sonst gerne, sonst ziehe ich mir das ja rüber in die Lidfalte. Aber ich glaube, das nicht. Diesmal nicht. Ich werde mir das einfach hier ein bisschen rüberziehen und verblenden. Also auch eine Farbe, die sofort am Auge ist. Puh. Ja, ich weiß, das ist dann wieder für viele extrem. Aber traut euch einfach mal. Wenn ihr eine bunte Palette habt, nehmt sie euch raus und schminkt einen Look damit. Was soll denn Schlimmes passieren? Mehr als Punkt, Punkt, Punkt aussehen kann das nicht. Auch wenn meine... Ich hatte jetzt mehr hier von wegen Grützen-Video, ne? Hatte ich auch mal jetzt ist für mich in eine Binsen gegangen, habe aber trotzdem noch Komplimente bekommen. Ach, so schlimm finde ich es gar nicht. Ich fand es grausam. Aber das ist halt immer alles so auch Geschmackssache, ne? Aber einfach mal, wenn ihr bunt mögt, traut euch einfach mal. Einfach machen, einfach machen. Man kann es immer wieder abmachen, ne? Einfach mal zum Testen. Bisschen verblendet werden hier. Das ist mir nämlich zu hart auf dieser Seite. Die Farben kommen aber gut raus. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, richtig schön da drüber gehen. Rubbel die Katz. Andere Seite auch. Das finde ich gut. So, das passt zu meiner Plume, ne? Zu meinen Plumen. So, jetzt kommt das Gelb. Ich nehme denselben Pinsel. Und das gebe ich mir jetzt hier. Okay. Ich brauche einen flachen. Ich brauche einen etwas flacheren Pinsel. Dann nehme ich mir den von Lovia. Ich merke das nämlich, dann damit kann ich das Gelb besser auftragen. Und ich wollte mir das ja auch hier vorne reinsetzen. Einfach mal was anderes machen, ne? Da nehme ich mir gleich dann wieder den Puschelpinsel, da kann man das besser verblenden. Aber hier kann ich präziser mit arbeiten mit so einem flachen Pinsel. Eine Strahlkraft hier, die Farbe. Holla. Gleich schön noch mit dem Puschelpinsel verblenden. Klar, gleich kriegen wir noch ein bisschen Glanz da rein. Was wäre hier? Steffi ohne Glanz, das geht ja nicht. Na? Hallo? Da will ich keinen gelben Fleck. Naja, das bessern wir gleich mal aus. Nicht das Problem, nicht das Problem. Jetzt muss ich mal gucken hier. Jetzt glaube ich noch ein bisschen mehr Gelb rein. Kanarienvögelchen. So, ich nehme jetzt das Rot, weil hier ist ja so ein gelber Fleck, das wollen wir nicht. Ne? Also da bin ich ja eher so bonkig unterwegs.
So, ich werde jetzt aber nicht den gleichen Puschelpinsel nehmen von gerade, sondern einen etwas kleineren und auch von Luvia. Und nochmal in das Gelb gehen und mir dann hier schön in das Rot reinlaufen lassen. Der ist etwas feiner, da geht das besser. Staubt das auch nicht so. Und schon hat man einen schönen bunten Look, ey. So, ich gehe noch mal in das Rot hier, weil mir das noch so ein bisschen zu fleckig ist hier. Einfach, ich bin nur kurz reingedippt. Das ist was. Das ist hier was, ne? Das ist was. So. Ich kann hier schon meine Pflaster abreißen. Au. Mensch. Feste das Gedöns. So. Mein Pinsel. Also Fallout haben wir hier so fast gar nicht. Ich verlinke euch ja immer die Paletten, wenn ich sie finde, unten in der Infobox, was sie kosten, wo ihr sie herbekommt, etc. pp. Und ja, wir setzen uns jetzt das Gelb natürlich nach vorne. Dann mache ich mit weiter. Bis zur Mitte. Oder? Ein bisschen weiter. So drei Viertel. Genau. Ja, mit bunten Paletten kriegt man mich. Auch wenn ich die Farben wahrscheinlich schon 3 Millionen Mal in anderen Paletten habe, muss ich die dann haben. Es ist einfach so. Es ist eine Sammelleidenschaft auch von mir geworden. Und wenn ich jetzt hier die CC-Box da auch noch mir... ich habe jetzt eine mal bestellt. Als... Ja, ich probiere es mal aus. Und wenn mir das gefällt, behalte ich das natürlich. Ich bin ja mit Glossy-Box hier ja so richtig jetzt auf die Fresse gefallen. Und deswegen, ich möchte einfach eine, ja... Richtige... Na, nicht richtige, wie soll ich das sagen? Ich möchte nicht so viel Pflege, weil... Mein Badezimmer, das sprengt, da passt nichts mehr rein. Ich möchte einfach, ich habe Interesse an Beautyboxen, an Kosmetik, an dekorative Kosmetik. Und da hat man dann halt viel von. Da kann zwar auch mal Pflege drin sein, ja, was ich dann auch sehr gerne nehme, aber ich hoffe halt auf anderes, ne? So. Ich glaube, ich möchte nicht das Rot nehmen. Ich glaube, ich möchte das Blau nehmen. Und das ist einfach meine... Ja, ich möchte das einfach haben, ne? In Boxen. Und nicht immer die Creme zum 15. Mal. Ja, ich möchte einfach schöne Kosmetik haben. Und deswegen habe ich mich jetzt auf jeden Fall... Weil es kostet, glaube ich, 38 Euro. So ein flexibles Abo, was du monatlich auch kündigen kannst. Habe ich mir aber gedacht... Dann gibst du es doch lieber dafür aus, weil sonst gibst du die 38 Euro ja aus und bestellst vielleicht irgendwelche Billigkram, Tralafitti da oder irgendwas, was man nicht braucht. Ne? Die 38 Euro gebe ich so oder so aus, was ich mir monatlich irgendwie bestelle. Und dann investiere ich das doch lieber in schöne, dekorative Kosmetik, was mich glücklich macht. Und das macht mich auch glücklich, weil ich hier sehe. Ja. Wir nehmen Puschelpinsel. Den kleinen hier. Ich muss das ja noch ein bisschen hier verblenden, damit das nicht ganz so hart aussieht. Nicht so viel, weil das halt so Pastellfarben sind. Sonst, aber ich sehe schon, die nimmst du dir nicht weg. Von der Wegen, ey. Die bleiben, wo sie bleiben. Ich bin begeistert. Ich finde das wieder, das ist Steffi-Look, ne? Ja. So, ja, dann sind wir damit fertig und wir kommen zum Highlighter. Ich habe einen gefunden bei TK Maxx von Laura Geller New York Baked Gelato Swirl Illuminator. 4,99 hat der gekostet. Steht auch noch hinten drauf. Ich weiß nicht, was der im Original gekostet hat. Steht leider nicht drauf. Aber das ist ja meistens nicht so günstig. Ja gut, man weiß es immer nicht. Ne? Ich packe es einfach nur drauf. Ne? So, aber der hat mich so angefixt und da hat auch mal keiner drin rumgedatscht.
Und der sieht dann so aus. Der ist geswirlt. Diamond Dust nennt sich der. Wispwatch. Jetzt mal. Leute, denkt mal, ich weg. Das ist, guckt euch das an. Hier ist schon wieder eine dicke Fliege drin. Der schimmert in allen möglichen Farben und ich glaube, der passt auch super zum Look. Und den probiere ich jetzt erstmal. Habe ich den mit dem Pinsel jetzt hingetan? Habe ich den wieder da reingetan? Ja, den probieren wir jetzt erstmal so. Ja, wollen wir den in den Inner Corner geben? Komm, so ein bisschen. Na, das sieht man nicht. Wir geben ihn auf jeden Fall unter die Augenbraue. Da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Ne? Für 4,99 kannst du den immer mitnehmen. Habe ich gedacht. Bei TK Maxx. Da war wieder alles also wirklich leer gefegt, oft angedatscht. Also ich hatte echt ein Pech mit unserem TK Maxx da in Ingolstadt. Der ist nicht schön. Wenn du da mal was Schönes findest, musst du dir das sofort mitnehmen. Wenn da noch irgendwas zu ist, nimm es mit. So, Inner Corner lasse ich jetzt. Also der ist, nee. Dann, nehme ich mir jetzt mal diesen kleinen Pinsel. Woher ist der? Ich habe keine Ahnung. Steht gar nicht drauf. Naja, ich gehe da jetzt mal rein. Und dann setze ich mir den mal. Oh, ja, der. Okay. Also für mich hätte die Palette ruhig ein Platz mehr sein können. Also mehr nach oben. Platz 3 finde ich ein bisschen wenig. Aber gut, nicht jeder mag es bunt, ne? Boah, ist das ein Highlighter, ne? Boah, da muss er echt vorsichtig mit sein. So. Ja, ein bisschen mehr auf die Nase. Ah, der. Aber muss ich. Ich finde jetzt so. Ist es angenehm auf den Wangen, ne? Ist es nicht so, dass der knallt ohne Ende? Kannst du dezent aufbauen. So. Bisschen aus Lippenherz. Schön. Einfach schön. Und ja. Willkommen in meiner Sammlung, du Schätzchen. So. Wir kommen zur Wimperndusche. Da habe ich von Rival de Loop. Ist die noch neu? Die ist noch neu. Die Exciting Lashes Mascara für ein aufregendes Volumen. Die habe ich noch gar nicht aufgehabt. Ich die irgendwo in der Box und irgendwo geschenkt bekommen? Irgendwie so. Mit dieser Mascara sind perfekt definierte und voluminöse Wimpern so einfach wie noch nie. Die besondere Bürstenform zaubert ein aufsehenerregendes Ergebnis ganz ohne Verklumpen. Da ist Tesafilm drauf. Das finde ich allerdings auch gut. Denn manche können ja auch nicht lesen, wo Tesa drauf steht oder so. Ich muss immer alles aufreißen, da muss ich überall mit meine Griffe rein. Das ist unmöglich. Ja, bei DM und sowas steht das ja immer alle verpflichtet zum Kauf. Finde ich auch richtig so. Und bei TK Maxx müssen das auch machen. Aber anscheinend haben sie es da nicht, überhaupt gar nicht im Griff. Ja, das war blöd. Doch, jetzt. So, mal gucken, was für ein Bürstchen. Okay, ein Kunsthaarbürstchen. Riecht ganz normal. Sieht auch normal aus. Ich gebe mir die jetzt auf und dann kommen wir natürlich zum Finale. Nämlich der Lippi muss ja noch drauf. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, eine schöne Mascara. Allerdings muss man aufbauen. Man muss echt aufbauen, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Sie macht nämlich also die Wimpern schön auseinander und verklebt wirklich nicht. Also ja, kannst du machen. Also echt schön, doch, muss ich sagen. So, wir kommen zum Lippi. Da habe ich rausgefischt von Love. Die Nummer 522 Lippe für Mora's Blushed Mauve. Das ist der. Das sind ja diese. Ich bin magnetisch. Ja, da stehe ich ja drauf, ne? So, so sieht aus. Und der kommt jetzt auf die Lippen. Passt doch zum Look, oder? Jo, würde ich sagen. Ha,
die Love-Lippenstifte sind schon was Feines, ne? Bäh. Was war das? Na, hier, guck mal, wie der noch glänzt. So. Herrlich. Ich liebe diesen Look, Leute. Ich feiere den. Fertig. Oh mein Gott, ich liebe das. Das ist total ich. Das gefällt mir so sehr. Ich komme ein bisschen näher, dann könnt ihr das auch sehen, wie bunt ich geworden bin. So, das ist mein Look mit der Dumbo-Palette. Lalalalalalalala. Ein bisschen weiter weg. Ein bisschen näher ran. Weiter weg. So, das ist mein fertiger Look. Danke nochmal für diese tolle Palette. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ach, guck mal, die haben doch Namen. Dumbo Ruffle, Dumbo Head, Dumbo Sky, Dumbo Eyes, Dumbo Ears, Dumbo Skin. Aha. Wunderprächtig. Nur matte Töne, aber ihr seht, was ihr daraus zaubern könnt. Es ist ein Träumchen, nicht? Also, wer bunt mag, ich feiere das. Ich finde es toll. Und, so arbeitet man mit bunten Farben. Okay. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Ich knutsche euch von Weitem. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf zur nächsten Runde. Bin mal gespannt, welche Paletten es dann von Platz 1 bis 3 schaffen. Also, macht's gut. Bis dahin und tschüss.